Guten Tag, liebe Kinder. Ich freue mich, euch zu sehen. Hallo, lieber Froh. Guten Tag, Frau Sonne. Sagen Sie, was haben Sie da in Ihrer Hand? Da sind zwei Eintrittskarten für ein Fußballspiel am Sonntag. Mein Mann spielt Fußball in einem Verein. Wow, Herr Sonne ist super sportlich. Geht Ihre Familie zum Fußballspiel? Ja, wir fiebern mit. Mitfiebern? Ja, mein Mann spielt Fußball und wir schauen aktiv zu. Wir halten Plakate. Wir nehmen Trommeln mit. Wir schreien. Ja! Pfeifen. Und machen Laola-Wellen im Stadion. Ah, wie cool! Wer kommt denn mit? Die Karte ist für mich, die andere Karte war für unsere Tochter. Aber Luisa spielt am Sonntag Volleyball und kann nicht mitkommen. Oh, Familie Sonne ist ja eine sehr sportliche Familie. Ja, unser Sohn ist auch sportlich. Oskar spielt Eishockey. Möchte er nicht zum Fußballspiel mitkommen? Nein, denn er findet Eishockey spannender als Fußball. Sag mal, lieber Froh, hast du Lust, mit mir ins Stadion zu gehen? Ja, klar. Ich habe große Lust, ins Stadion zu gehen. Abgemacht, lieber Froh. Und heute lernen wir, wo man Sport machen kann. Aber erst wiederholen wir bekannte Sportarten. Erinnert ihr euch, welche Sportarten wir schon gelernt haben? Hier ist eine Übung. Liebe Kinder, super, ihr habt euch an alles erinnert. Hallo, Frau Sonne. Hallo, Froh. Ich möchte heute auch wieder neue Wörter lernen. Hallo, Pia. Hi, Pia. Schön, dann lasst uns mit einem Ratespiel beginnen. Ich zeige euch Bilder und ihr ratet, welche Sportart man dort machen kann. Oh, cool, Ratespiele machen Spaß. Okay. Hier kommt das erste Bild. Das ist einfach. Hier kann man schwimmen. Richtig, Froh. Das ist eine Schwimmhalle. Oder man sagt auch Hallenbad. In einer Schwimmhalle kann man schwimmen und Wasserball spielen. Oder vom Turm springen. Hui, wie hoch ist der Sprungturm? Dieser Sprungturm hier ist 5 Meter hoch, denke ich. Cool, ich möchte auch gerne mal von einem Sprungturm springen. Einen Sprungturm kannst du im Sommer in Jülich im Freibad ausprobieren. In Freibädern gibt es sogar höhere Sprungtürme als in Hallenbädern. Jetzt lasst uns weiterraten. Welche Sportarten kann man hier machen? Oh, ich weiß es. Hier kann man Turnen und auch Ballspiele spielen. Genau, lieber Froh. Das ist eine Turnhalle oder auch eine Sporthalle. Hier kann man auch noch viele andere Sportarten machen. Zum Beispiel Boxen, Trampolinspringen oder Badminton. Spielen wir weiter. Hier ist das nächste Bild. Das ist eine Bowlinghalle. Hier kann man Bowling spielen. Ja,
Besonders im Team macht Bowling richtig Spaß. Da stimme ich völlig zu. Und nun kommt das nächste Bild. Welche Sportart kann man hier machen? Oh, diese Sportart habe ich schon mal gesehen. Das ist Tennis. Sehr gut, liebe Pia. Das ist ein Tennisplatz. Hier kann man Tennis spielen. Das stimmt. Prima, Froh. Liebe Kinder, ihr seid bestimmt auch so sportlich. Aber jetzt steht bitte auf, streckt euch aus und macht die nächste Übung. Klasse, liebe Kinder, gut gemacht. Lieber Froh, liebe Pia, ich will euch noch ein Bild zeigen. Nanu, das sieht ja aus wie auf unserem Planeten. Ach wirklich, aber es ist eine Kletterhalle bei uns in Deutschland. Aha. Dort kann man also klettern. Ganz genau, lieber Froh. Hier kommt das nächste Bild. Ich weiß, das ist Yoga. Ich habe das schon probiert. Ja, Froh, du hast recht. Das ist ein Yoga-Studio. Und das ist eine Wintersportart. Ich habe das schon gesehen. Ich weiß es. Diese Menschen fahren Ski. Ja, das ist eine Skipiste. Sie fahren Ski auf der Skipiste. Toll. So viele Sportarten. So viele Möglichkeiten. Alle Menschen können das ganze Jahr Sport treiben und fit bleiben. Das ist richtig und wichtig. Liebe Kinder, welche Sportarten kann man wo machen? Hier kommt eine Übung für euch. Ihr seid sehr fleißig, liebe Kinder. Weiter so. Lieber Froh, liebe Pia, soll ich euch einen Zaubertrick zeigen? Oh ja, wir sind gespannt, Frau Sonne. In der deutschen Sprache kann man Verben in Nomen verwandeln. Das heißt, aus Verben Nomen machen. Wie? Das geht einfach so? Ja, lieber Froh. Wir können den Infinitiv zum Beispiel spielen ganz einfach in ein Nomen verwandeln. Wird ein Verb zum Nomen, schreibt man den Anfangsbuchstaben groß. Das Nomen ist immer ein Neutrum und bekommt deshalb den Artikel das. Also das Spielen. Das ist ja wirklich einfach. Versuch es, Froh. Mach den Zaubertrick und verwandle ein Verb in ein Nomen. Ich will Deutsch lernen. Das Lernen mit Ihnen macht mir Spaß. Danke, lieber Froh. Sehr nett. Und jetzt du, liebe Pia. Ja, ich gehe schwimmen. Mein Lieblingssport ist Schwimmen. Das ist ein super Beispiel, Pia. Der Artikel kann ein Nullartikel sein. Man kann auch manchmal den Artikel mit einer Präposition verbinden. Merkt euch,
beim Schwimmen hat Pia Spaß. Vom Klettern bekomme ich Muskelkater. Zum Boxen braucht man Boxhandschuhe. Liebe Kinder, jetzt seid ihr dran mit dem Zaubern. Meine Mutter geht gerne joggen, aber ich finde Joggen langweilig. Wir dürfen im Sportunterricht kein Handy benutzen. Das Benutzen von Handys im Sportunterricht ist verboten. Ich möchte heute turnen. Beim Turnen höre ich oft Musik. Sehr schön. Gut gemacht. Und was ist mit euch? Habt ihr Lust auf Zaubern? Dann macht bitte die nächste Übung. Ihr habt alles verstanden. Das freut mich, liebe Kinder. Oh, jetzt habe ich richtig Lust auf Sport. Ich will unbedingt mal mit meinem Freund Paul in eine Skaterhalle gehen. Wir haben auf unserem Planeten keine. Ich liebe Skateboarden. Sag mal, Fro, bist du Mitglied in einem Skateboardverein? Nein, in einem Verein bin ich nicht. Aber ich bin Mitglied in einer Sport-AG hier in unserer Schule. Was ist eine AG? AG heißt Arbeitsgemeinschaft. Es gibt viele Arbeitsgemeinschaften in einer Schule, für Kunst zum Beispiel oder für Technik, aber auch für verschiedene Sportarten. Man trifft sich nach der Schule und macht zusammen Sport. Cool! In welcher AG bist du, Fro? Eine Skateboard-AG gibt es in dieser Schule leider nicht. Aber ich bin in der Fußball-AG. Das macht auch viel Spaß. Deshalb freue ich mich so auf das Fußballspiel im Stadion. Na wunderbar, lieber Fro. Dann sehen wir uns am Sonntag. Tschüss für heute, lieber Fro. Und liebe Pia, tschüss, liebe Kinder, bis zum nächsten Mal.